Mein Name ist Andreas Kurs. Ich bin Telekommunikationstechniker bei den ÖBB seit 7 Jahren. Also mein Job hat ein sehr breites Spektrum und ist extrem vielfältig. Als Funktechniker bin ich zuständig für unsere Funkanlagen über deren kompletten Lebenszyklus. Das heißt also von der Planung über die Ausschreibung, Inbetriebnahme, Instandhaltung, und das betrifft dann Anlagen, die wirklich im ganzen Konzern eingesetzt werden. Vom klassischen Analogfunk, ganz einfacher Funk, wie zum Beispiel für den Verschub benutzt wird bei den ÖBB, bis hin zu öffentlichem Mobilfunk für den Reisenden. Mobilfunk im Zug ist ein sehr komplexes Thema. Es geht vor allem darum, das Mobilfunksignal in den Waggon reinzubekommen. Der Waggon selbst ist allerdings allein durch seine Bauart extrem massiv und schirmt dadurch sehr stark das Mobilfunksignal ab. Deswegen gibt es sehr intensive Zusammenarbeit mit den Mobilfunkbetreibern, um das Signal stärker zu machen, damit der Kunde einen optimalen Mobilfunkempfang hat und auch WLAN im Zug nutzen kann. Wenn ich selbst im Zug fahre und ich sehe jemanden telefonieren, dann freut mich das grundsätzlich. Es ärgert mich aber, wenn das Gespräch abbricht, weil dann denke ich mir, da müssen wir noch was tun, und das motiviert mich. Ja, aus meiner Sicht sind die Kunden zufrieden, wenn die Züge pünktlich fahren. Da können wir schon einiges beitragen, weil unsere Anlagen, Funkanlagen und Funkgeräte wesentlich dazu beitragen, dass Züge pünktlich bereitgestellt werden. Aber auch, damit sie pünktlich auf der Strecke unterwegs sind, von Station zu Station. Und ohne Funk wäre das Ganze einfach nicht so effizient und nicht so schnell durchführbar. Für die Zukunft der Bahn wünsche ich mir, dass sie noch mehr an Bedeutung gewinnt als Verkehrsmittel. Ich benutze die Bahn sehr gerne und ich hoffe, dass es auch viele andere noch machen werden. Mein Job ist so vielfältig, da gibt es so viele verschiedene Dinge, mit denen ich zu tun habe, und Menschen, mit denen ich zu tun habe, das schätze ich bei meiner Arbeit am meisten. In meiner Freizeit, da gibt es ein großes Hobby, das ist die Musik. Also ich bin Kapellmeister in einem Orchester und meine Kapelle, die hat 50 Mitglieder, vom Piccolo bis zur großen Tuba, und wir sind eine sehr gute Gemeinschaft. Also Musik macht mir am meisten Freude, dass man diese gestalterische Freiheit hat. Das sind schon sehr wertvolle Stunden für mich.